Willkommen zur dritten Folge Sky Factory 3. Yay! Standardprogramm. Ab jetzt wird's aber deutlich schneller gehen und wir haben den ersten Cobblestone hergestellt. Yay! Nichtsdestotrotz würde ich mich über Regen mal freuen. Regen wäre. Den bräuchte ich jetzt so langsam mal. Ich mache mir jetzt wieder die Holzschere, weil der Trick war doch mal genial, oder? Ich kriege hier ja immer noch Saplinge raus. Aber muss die auch nicht mehr verschwenden. Oder was heißt verschwenden? Ich muss die nicht mehr verwenden. So rum. So, erstmal hier Oak Seed. Zack. Oak Sapling. Dann mache ich hier jetzt. Mache ich hier noch ein bisschen Krug Action. Damit ich mehr Zerplinge habe. Und ich hoffe, du jetzt dahinter. Dann mache ich mir auch gleich mal mehr Fässer. Fünf Stück, würde ich sagen. Ich hoffe, man hört bei der Erkältung nicht allzu stark. Aber selbst wenn, ich kann da auch nichts machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da haben wir Würmsche. Und die 5 Dirt haue ich jetzt auch mal hier durch. Krass. Okay, das ist interessant. Interessant und cool. Oh, er ist noch nicht durch. Gib mir. Jawohl. Aber Karottenseed, Birchseed. Birkenholz und Spruce Seed. Okay. Aber wichtig, Cobblestone. Ja. Cobblestone ist exorbitant wichtig. Allerdings muss ich ganz kurz sagen, ohne den Regen komme ich gerade nicht weiter. Ohne den Regen? Oder ohne Regen werde ich mich hier im Kreis drehen? Ich weiß nicht, ich werde jetzt auch nicht irgendwie den Regen hercheaten oder so. Das ist ja auch nicht das Wahre. Jetzt geht's aber rund hier. Aber das ändert nichts daran, dass ich den Regen mal bräuchte. Ich mache das absichtlich mit der Krug, damit ich ein paar Saplinge in petto habe. So. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie Rain Generator? Oder wie könnte ich mir denn Water herstellen? Weil ich brauche ja Wasser. Eis, Schnee. Ja, das.
Das bringt mir gerade alles irgendwie nichts. Auch wieder Holzscheren. Ich weiß auch nicht, ich überlege gerade dauerhaft, wie komme ich an Regen? Aber mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Oder wie komme ich sonst an Wasser? Wie komme ich an Wasser? Die allereinfachste Möglichkeit wäre wirklich, sich für den Regen entschieden, aber das ist ja auch nicht das Wahre. Da kann man ja dann nicht am Ende dastehen und sagen, hey, das habe ich mir alles erspielt. Nee. Das heißt, da habe ich am Anfang irgendwas in den Chat eingegeben und dann habe ich es mir entschieden. Ich würde es nochmal jeden Tag 0,3 oder 3, nee, 0,3%ige Chance pro Tick, dass Regen kommt. Also ich hätte echt nichts gegen. Jetzt habe ich hier noch mehr Cobblestone, Dark Oakseed, Oakseed wieder. Auch mal eine Kiste. Die Kiste dahin. Wunderschön, oder? Die ganzen Bullshit-Reihe, die ich gerade nicht brauche. Bombenscheren. Das gibt's halt echt nicht, wie die Dinger weggehen. Relativ, also ich kann ja auch mal sagen, warum der Regen wichtig ist. Wenn ich den Regen habe, kann ich ja logischerweise einen Wassereimer machen. Und diesen Wassereimer brauche ich zum einen für eine unendliche Cobblestone-Quelle und zum anderen für Clay. Und den Clay brauche ich wiederum, um Lava herzustellen. Damit ich an eine unendliche Cobblestone-Quelle komme, also. Aber irgendwie will es ja gerade nicht regnen. Das ist nicht schön.
Naja, nichtsdestotrotz kann ich ja mal mit der Monsterfalle anfangen. So, wie war das nochmal? Dann mache ich in die Richtung. Ich glaube, 24 Blöcke waren's. Damit die Monster spawnen. Wäre dann dementsprechend hier. War ja auch dann hier mal so ein kleines Gelände. Das dauert jetzt ein bisschen, aber ich mach das halt lieber safe. So. Der nächste Dirt dürfte auch wieder fertig sein. Ja. Dann mal wieder mehr Cobblestone herstellen. Weil je mehr ich dann habe, um den Generator letztendlich herzustellen, desto besser. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare irgendwelche Themen schreiben, über die ich reden soll. Weil irgendwie, ihr merkt's ja selber, ich alleine, das ist irgendwie, da komme ich nicht viel, da kommt nicht viel zum Reden. Oh je, ich hab schon wieder so einen Baum gesehen. Och nee. Jetzt lass die doch mal weg. Nee, Moment. Das war ungut. Ich brauche Säpplinge. Und Blätter. Also brauche ich ja nicht mehr. Das wäre fast in die Hose gegangen. Aber nur fast. Glaube, ein 7x7 Feld dürfte reichen, ne? Das muss ich aber gleich nochmal nachschauen. Ich habe schon eine Ahnung, wie ich das Ganze bauen werde. Moment, 1, 2, 3. Langsam hier die Wand. Ja, das passt. Aber das hier wird eine klassische Monsterfalle. Also hier jetzt. Hier jetzt dann, ich glaube, 28 Blöcke oder sowas hoch. Die Monsterfalle ist hier nochmal wichtiger als im normalen Skyblock,
Weil man dann an die Lootbags rankommt und diese Lootbags, da ist eben so Zeug drin wie, oder da kann so Zeug drin sein wie ein Eimer oder Diamanten oder sowas halt. So. Ja. Wunderschön, oder? Dann würde ich sagen, war's das auch für die dritte Folge. Über die Bewertung würde mich freuen. Man sieht sich nächstes Mal. Servus.